Präsenz auch noch spannend ist. Vielleicht können wir hinterher am Ende des Salons, wenn noch Leute da sind, da auch können wir noch ein bisschen weiter darüber plauschen oder auch über das nächste Thema, was möglicherweise im Zuge dieser ganzen Geschichte vielleicht ein wenig in den Hintergrund geraten ist, weil alle gesagt haben, oh, jetzt ist Corona, die Flugzeuge fliegen nicht mehr so viel, die Autos fahren nicht mehr so viel und so weiter und so fort, die Kreuzfahrtschiffe sowieso nicht. Delfine sind im Bosporus wieder zu sehen und so weiter und so fort. Aber also das Damoklesschwert, glaube ich, schon hängt immer noch über uns. Und das ist das Damoklesschwert des Klimawandels. Und jetzt kommt Julia Groll mit ihrer Präsentation, ihrem Beitrag, über den wir dann vielleicht auch angeregt diskutieren können. Mal sehen, was da so zu hören und zu sehen ist. Genau, also ich spreche jetzt über Fridays for Future und ein bisschen über Greta Thunberg, die natürlich dazugehört. Und vielleicht ist das Thema gar nicht so uninteressant, weil man das auf andere Sachen, die aktuell auch passiert sind, vielleicht auch wieder übertragen könnte. Dazu vielleicht ein kleines Anfangszitat von Greta. Ich habe nie gelernt, oder ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen. Und schon gesagt wurde, ich habe die Präsentation mit einer Gruppe letztes Semester gehalten und unsere Fragestellung dabei war, wie sich eigentlich die Popularität von Fridays for Future anhand der Akteur-Netzwerktheorie erklären lässt. Dazu, diese Akteur-Netzwerktheorie haben wir aufgegriffen von Bruno Latour, die haben wir damals auch im Seminar besprochen. Für alle, denen das jetzt nicht sagt, ich gebe kurz den Kerngedanken wieder, und zwar sagen Latour und Carillon, dass, das war so in den 1980er Jahren, dass die Gesellschaft bzw. die Welt sozusagen netzwerkartig verfasst ist. Dabei setzt sich diese Welt aus verschiedenen Elementen zusammen und es geht quasi darum, dass es eine Identifikation des Sozialen mit Assoziationen gibt, die sich zwischen verschiedenen heterogenen Entitäten entfalten können. Und diese Akteurnetzwerke generell sind sehr kurzlebig. Sie sind auch im ständigen Werden und einer dauernden Wiedererschaffung. Und es geht auch darum, dass bestimmte Beziehungen immer wiederholt werden müssen, weil sich das Netzwerk ansonsten auflösen könnte. Das ist auch ein guter Gedanke, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Und diese Akteur-Netzwerk-Theorie haben wir halt versucht, auf die Praxis zu beziehen. Und sie besteht aus so ungefähr 5 Bausteinen. Wir haben noch einen Baustein dazugenommen. Es geht einmal um die Story, um die Anfangsdefinition über Übersetzerin, Rollenzuweisung, Dauerhaftigkeit und eben den Zeitpunkt, den wir dabei noch ganz interessant fanden. Den haben wir uns aber dazu ausgedacht. Erstmal zu der Story. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Greta Thunberg ist 17 Jahre alt und ist eine schwedische Klimaschutzaktivistin, wahrscheinlich eine der bekanntesten mittlerweile. Und es war damals so, dass sie alleine quasi gestreikt hat, Schulstreik für das Klima. Dieses Plakat hatte sie immer dabei. Dann gab es vorerst nationale Medienberichte, das hat sich aber immer mehr quasi ausgebreitet. Und wichtig dabei ist, dass es aber schon vorher ein bereits bestehendes Kollektiv gegeben haben muss. Also viele Leute, die eigentlich das Klima auch interessiert hat und was dafür tun wollten. Aber es fehlte sozusagen jemand, der das Ganze so ein bisschen in Schwung gebracht oder in Schwung bringt. Und so gab es dann eine Kopplung zwischen Klimawandel und Schulstreik. Wir haben das damals nochmal auf so einem Zeitstrahl zusammengefasst. Also im August 2018 hat Greta angefangen, alleine zu streiken. Im Dezember 2018 gab es die erste Fridays for Future Bewegung. Und und dann im Januar 2019 gab es quasi den Auftakt der deutschen Fridays for Future Bewegung, wo ungefähr 25.000 Menschen an 50 Orten gestreikt haben.
Im März 2019 gab es den ersten globalen Protesttag und dann gab es Großdemos vor den Europawahlen damals und am 21. Juni 2018 den internationalen Klimastreik. Es gab auch in den Schulferien letztes Jahr, dieses Jahr nicht, einen Sommerkongress, wo viele zusammengekommen sind, nicht nur dann aus NRW, sondern aus ganz vielen deutschen Städten und wo quasi weiter darüber diskutiert wurde. Es gab Workshops, wie man quasi weiter handelt. Und dann gab es am 20. September 2019 den ersten globalen Klimastreik. Genau, und auf dieser Map hier unten, wenn man meine Maus sieht, ist auch ein Link. Da kann man auch eingeben, an welchem Datum, wo Fridays for Future gestreikt hat. Ist auf jeden Fall super interessant. Und jetzt komme ich schon zur Analyse der Anfangsdefinition. Peter Baumgartner 2016 hat gesagt, dass eine Gruppe kein Objekt ist, sondern eine Bewegung und hört diese Bewegung kontroverse auf, dann gibt es auch keine Gruppe mehr. Es geht sozusagen darum, die Forderung von Fridays for Future ist, dass die auf dem Pariser Klimagipfel gesetzten Ziele zur Reduktion von CO2-Emissionen eingehalten werden und dass man den Anstieg der damit verbundenen Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt. Das ist so die grundlegende Forderung von Fridays for Future und wie das Ganze sich ändern kann, zeige ich gleich noch. Dann gibt es einmal die Analyse der ÜbersetzerInnen. Michel Caillon hat dazu 1991 gesagt, dass quasi AkteurInnen sind diejenigen, die sind allen Entitäten, in denen es gelingt, eine Welt voller anderer Entitäten mit eigener Geschichte, Identität und Wechselbeziehung zu definieren und aufzubauen. Dazu habe ich mal drei Bilder rausgesucht. Das ist einmal links, hier, Luisa Neubauer. Sie ist Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland. Jakob Basel ist auch einer der ersten Übersetzer von Fridays for Future aus Kiel. Und das sind die drei Stand letztes Wintersemester, letztes Wintersemester sind die drei ÜbersetzerInnen aus Bielefeld. Das ist einmal Lea, Simon und Leonard. Und es geht quasi darum, dass die dieses Netzwerk zusammenhalten und wieder an weitere Leute, die dann eben streiken wollen, quasi das Ganze so zusammenhalten. Und die muss es geben, sonst funktioniert das Netzwerk nicht. Dann einmal die Analyse der Rollenzuweisung. Dazu auch nochmal ein Zitat. Die Verbindung eines angestrebten Netzwerkes halten nur dann zusammen, wenn die verschiedenen betroffenen Entitäten die ihnen zugeschriebenen Rollen akzeptieren. Das heißt, wenn also mittels der Schaffung von bewegungsrelevanten Knotenpunkten schafft es das Netzwerk von Fridays for Future, Online- und Offline-Aktivismus zu verbinden. Das ist quasi das, was ich gerade schon gesagt habe. Man muss sich das so vorstellen, man hat die ÜbersetzerInnen und die geben weitere Rollenzuweisungen an die Leute, die eben mitstreiken wollen, die sich weiterhin engagieren wollen. Und so wird das Ganze eben zusammengehalten, das Netzwerk. Dann haben wir noch die Analyse des Zeitpunktes hinzugefügt. We are invention time and so are our societies made out of history. Dazu die These. Also wir haben uns gedacht, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bewegung initiiert wurde, funktionierte deshalb gut, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, weil es bereits zahlreiche und aktive Verbindungen gab. Und so konnten eben in hoher Geschwindigkeit Knotenpunkte reaktiviert, gefestigt und neu gebildet werden. Das heißt, es gab quasi schon wie so ein Kollektiv an Leuten, die gesagt haben, naja, eigentlich wollen wir uns dafür einsetzen. Es fehlte aber eben Greta. Dann die Analyse des Zeitpunktes auch nochmal. Also was gab es überhaupt schon vorher für Verbindungen? Naja, es gibt
wissenschaftsinterne Debatten seit 1990. Also ihr seht das ja hier auf der Folie. Es gab Streiks beim Hambacher Forst, es gab den Pariser Klimagipfel und ja, es gab auch noch die Braunkohlekommission der Bundesregierung und so weiter. Die Gründung von Extinction Rebellion hat das vielleicht auch noch unterstützt. Und dann haben wir noch die Dauerhaftigkeit als permanenten Prozess. Dabei haben wir uns halt eben auch gefragt, okay, wie funktioniert dieses Agenda-Setting überhaupt? Wie wird mobilisiert und wie ist eigentlich die Resonanz der Medien? Wir sehen ja aktuell, dadurch, dass Corona das Thema Nummer eins ist, selbstverständlich auch irgendwie, rückt das Ganze ein wenig in den Hintergrund. Wie schafft es also Fridays for Future weiterhin zu mobilisieren über soziale Netzwerke zum Beispiel? Wie wird weiterhin zusammengearbeitet? Wir haben letztes Jahr gesagt, dass die gesellschaftliche Wirkung von Fridays for Future nicht zu unterschätzen ist. Es gibt aber auch eine Herausforderung. Und zwar hab ich in einem Paper dazu eben auch gelesen, dass Fridays for Future ist leider noch keine soziale Bewegung oder man kann noch nicht von einer sozialen Bewegung sprechen, weil sich die Forderungen innerhalb der Bewegung auch ein bisschen geändert haben. Also es geht nicht mehr nur darum, ja, wir wollen die Erderwärmung, die Grenze dort einhalten, sondern wir wollen auch die Demokratie ändern oder eben neue Forderungen. Und da ist es, da muss man aufpassen, dass sich die Bewegung nicht verändert oder zu viele Themen sich vornimmt, weil sonst kann das Ganze eben ja auseinanderstreiten. Genau, und da ist eben die Frage, wie wird das Ganze aufrechterhalten? Ja, ich hatte hier schon ein paar Diskussionsfragen. Ich würde ja aber einfach enden, weil ich denke, da wird mit Sicherheit gleich noch was kommen. Mein Kerngedanke war auf jeden Fall dabei, als ich mir das Ganze nochmal angeguckt habe. Fridays for Future ist super schnell nach oben gegangen. Es hatte super viel Wirkung. Und genau das hat man jetzt auch bei Black Lives Matter gesehen, wie schnell es quasi einzelne Leute geschafft haben, so viele andere Leute zu bewegen, auf die Straße zu gehen. Vielleicht das nur als kleiner Denkanstoß für weitere Diskussionen. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für die Präsentation. Ich nehme mal an, aus dieser Perspektive haben bisher die Wirkung auf Fridays for Future geguckt. Ich muss zugeben, ich will jetzt gar nicht irgendwie von dem Umweltthema ablenken, aber dadurch, dass wir diese Präsentation jetzt an Philipps Präsentation gehangen haben, habe ich sofort angefangen, darüber nachzudenken, wie ist es, wenn wir jetzt Schule in dem Kontext mal überlegen, sie sozusagen mit diesen Funktionen, die du da bei Latour quasi so rausgeschrieben hast und von Michel Calon aus der Akteur-Netzwerk-Theorie, wenn wir Schule so denken und dann überlegen, wie können wir Schule quasi jetzt gestalten, um das herstellen zu können. Aber ich will mich da gar nicht zu weit jetzt einmischen. Das ist was für später. Jetzt erstmal soll es um Klima und Ähnliches gehen. Fragen von euch bitte. Vielleicht sage ich da gerade nochmal was zu. Weil das nochmal anders jetzt irgendwie gewesen, als ich das quasi nochmal gemacht habe. Also wir haben das quasi damals ohne, dass wir, also wir hatten die Theorie, aber wir wussten nicht, ob das wirklich klappt, das in die Praxis quasi umzusetzen und Fridays for Future einfach als Beispiel zu nehmen. Und ich glaube, dass diese Theorie auf jeden Fall sich eben auch, wie gesagt, auf Black Lives Matter auf jeden Fall übertragen lässt. Und ich finde das super interessant, wie schnell gerade sich Bewegungen, die noch keine Bewegungen sind, entwickeln und dann auf einmal hört man aber wieder weniger davon. Das heißt, eben vor allem die Medien machen da ganz viel draus und ja. Vielen Dank, Julia. Also ich habe mich schon auch Friday for Future ist da so ein Phänomen im Moment. Kriegt man es nur sporadisch mit, was da für Aktivitäten laufen. Ich glaube, Extinction Rebellion ist im Moment gerade rund um den Fleischskandal und Tönnies ein wenig präsenter. Ich habe mich nur gefragt, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht ihr ja von einer Vielzahl
ich sage jetzt einfach mal, singulärer oder Aktivitäten, Aktionen aus, die nicht unbedingt miteinander koordiniert sind im Kontext eurer, ich lasse die Theorie nochmal weg. Und dann kam Greta. So, also es gab vorher den Hambacher Forst, es gab ganz viel Umweltbewegungen, Atomkraft fehlt ja, glaube ich, auch noch, die muss man unbedingt mit reinnehmen, weil das war ja eine der massivsten und größten Bewegungen in diese Richtung. Und trotzdem bleibe ich dabei und dann kommt Greta. Und Greta aus meiner Perspektive hat ja den besonderen Charme einer jungen Frau, einer 17-Jährigen, die allein, also da ist die Wirkung der Medien, die allein dann vom Parlament sitzt mit einem dicken Schal, dicken Socken und ihrem kleinen, also sie wird ja in der Dokumentation auch wirklich so klein und so schwach dargestellt. Und ich habe mich gefragt, weil euer Ansatz müsste ja funktionieren jenseits der Jugendphase. Also ob da müsste Greta, also wenn Greta jetzt, keine Ahnung, 40 gewesen wäre, Lehrerin aus der Laborschule und sich eben, keine Ahnung, vors Bielefelder Rathaus gesetzt hätte, dann hätte das nicht funktioniert. Und das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Theorie größer ist, dass diese Theorie, die ihr zugrunde gelegt habt, durchaus funktionieren kann, aber nicht am Beispiel mit Greta. Und das ist ja, ob es nur eine Bewegung ist oder nicht, gut, was ist eine Bewegung? Aus einer anderen Perspektive ist es eine Bewegung, aber eigentlich zeigen sich ja die dann, also ich will einfach nur wissen, ob du denkst, dass auch mit einer anderen Person als Greta, also mit, keine Ahnung, mit einem Mann, vielleicht fangen wir mal an, einem 40-jährigen weißen Mann, auch funktioniert hätte. Ich hätte jetzt Nein gesagt. Aber da haben wir tatsächlich auch sehr viel drüber diskutiert, auch innerhalb der Gruppe, weil natürlich davor auch die MeToo-Debatte ganz groß war und oder immer noch ist. Und wir haben halt so ein bisschen auch gesagt, ja, sie ist weiblich, sie ist im Alter von SchülerInnen. Und trotzdem denke ich, also diese Analyse der Story geht halt vor allem darum, dass viele Dinge funktionieren, wenn sie eine Person dahinstellen können und sagen können, ja, darüber können sich die Medien jetzt zerreißen. Und es ist ja wirklich auch mit ihr passiert. Also am Anfang, sie hat super viel Zuspruch auf der einen Seite bekommen und dann hieß es immer, ja, Greta hier, Greta da, alle hat es genervt. Und das ist, denke ich, genau das Ding. Also ich glaube, man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal auf der Perspektive dieser Theorie, die eben sagt, okay, es gibt diese Story, es ist eine Person. Dann irgendwie wir, die irgendwie sagen, naja, bei einem weißen 40-jährigen Mann hätte es vielleicht nicht funktioniert. Und dann eben, was machen die Medien damit? Und ich glaube, die haben da eine super große Rolle gespielt. Also auch was vorher, was dann über sie überhaupt bekannt geworden ist und so. Ich wag mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster und ist nur eine spontane Idee. Dieser besondere Moment, diese besondere Person, und du hast eben gerade selbst Black Lives Matters angesprochen. Es sind immer bestimmte Gruppen, die als solches, glaube ich, im regulären Alltagsleben eben keinen Stellenwert haben, aber sie werden dann zu Ikonen stilisiert. Mhm. Und es gibt ja gerade bei Greta auch Satire-Sendungen, die sie als neue Jesus feiern. Und sie wirklich, also mit Bibel und so, da gibt es also wirklich überzogene Karikaturen, aber eigentlich ist es, also dieser, ja. Dieser Alltagsgedanke sozusagen dabei, dass der auch damit so eine Rolle spielt. Oder? Ja, vor allen Dingen Personen, die im Alltag eher, bin mal ganz vorsichtig, ich suche nach Worten, eher zu sozial benachteiligten Personengruppen gehören. Mhm. Weiblich, schwarz, ja. Handicap, Ethnie, also alle die Diskriminierungskategorien, die wir sonst im Grundgesetz aufgeführt haben. Ja. Und darüber wird dann aus ganz vielem eine Person. So, ich muss aber, glaube ich, ich bin völlig fasziniert, ich muss dann noch mal ein bisschen was länger nachdenken, was da vielleicht dran sein könnte. Danke. Ja, gerne. Zu Petra noch ganz kurz, wenn man sich jetzt an weitere Ereignisse der jüngeren Vergangenheit so erinnert,
Beispielsweise die School-Shootings in den USA, da gab es ja auch jetzt bei den Protesten dann hinterher dieses Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die Rede gehalten hat und dann so lange irgendwie geschwiegen hat, also sozusagen, die hat ja auch was ausgelöst. Das Zweite ist, ich glaube, dass also sozusagen diese Bewegung, wie wir das noch aus den 70er, 80er Jahren kennen, ich weiß nicht, ob das noch eine zeitgemäße Form ist, die überhaupt noch mal irgendwo stattfinden wird. Da würde ich Zweifel anmelden an der Stelle. Vielleicht ist das eher so, dass wir immer sowas haben, das wird so auf den einen Punkt gebracht und dann kommt da was und dann geht das wieder so ein bisschen auseinander. Wobei man natürlich sagen muss, dass Fridays for Future also über ein Jahr gearbeitet hat und ich glaube, ohne Corona wäre es wahrscheinlich immer noch so aktiv, wie das also auch vorher der Fall gewesen ist. Und das Dritte ist, ja, die Medien brauchen, um ihre Storys zu erzählen, immer eine Figur. Ja. Sozusagen, das ist aber, also nicht, das war früher in den sozialistischen Medien, war das nicht so. Wenn wir an Filme wie Patzer, Kreuzer, Potjemkin oder so denken, da gibt es keine Heldenfigur. In den westlichen Kulturen, da ist das so, dass die immer da sind. Aber jetzt Simon und danach. Moment, darf ich da kurz noch was zu sagen, Thomas? Weil sonst sind wir nämlich gleich mit den. So. Ja, so. Es gibt auch noch vor Friday for Future, nicht unbedingt aus dieser Bewegungsorientierung, aus einer kritischen Gesellschaftstheorie, Autoren, die sich damit auseinandergesetzt haben, gerade auch im Hinblick auf die neuen Medien. Das ist beispielsweise Rautenberg, Wie sind die Stadt? Also, und dann kam Friday for Future und dann kam alles andere. Also diese, so, aber das, da könnten wir dann ein Streitgespräch führen. Ich wollte es nur sagen. So, ich habe das mit im Schirm. Ja, ich habe eigentlich erstmal, Julia, herzlichen Glückwunsch. Das war eine tolle Präsentation, also wirklich gut ausgearbeitet, auch sehr schön visuell dargestellt mit den Folien, wirklich große Klasse. Meine Frage hat sich in gewisser Weise schon durch die vorherige Diskussion, die Petra angestoßen hat, ich will nicht sagen erübrigt, aber vielleicht da noch ein oder zwei Gedanken dazu. Es ist natürlich schon faszinierend, dass ein 17-jähriges Mädel mit einem dicken Schal bei Minustemperaturen vor dem schwedischen Parlament dann von einem Reporter entdeckt wird, nachdem sie 2 Tage da gesessen hat, der dann dazu führt, dass dieser Reporter quasi dieses Mädchen überhaupt erstmal präsent in der Presse gemacht hat. Was dann dazu geführt hat, dass Greta wenige Tage später bei TED Talk Stockholm quasi ihre wesentlichen Thesen reingebracht hat, was dann gemündet hat vor der UN mit ihrer How dare you-Rede. Jetzt kommt meine Frage in dieser Richtung. Wir hatten das eben schon bei Petra ein bisschen besprochen. Nein, also der 40-jährige weiße Mann aus Bielefeld-Gadderbaum, der vor der Martinschule sitzt, hätte wahrscheinlich nicht den richtigen gleichen Effekt gehabt. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie das Zusammenspiel zwischen dem Charisma einer kleinen 17-jährigen Schüler ist in Verbindung mit der Presse. Also sprich, die Frage geht dahin, habt ihr mal analysiert, was denn eigentlich an der Person Greta Thunberg so faszinierend ist, dass sie diese Rolle, die ihr dann ja zugeschrieben wurde, ist als Leiterin einer globalen Bewegung oder einer Entität, wie du sie ja gerade beschrieben hast. Was hat sie gerade dazu gebracht, dass sie das gemacht hat? Habt ihr das mal analysiert? Oh, ich glaube leider nicht so tiefgehend, wie du dir das jetzt vielleicht wünschst. Ich habe tatsächlich vorher so ein bisschen natürlich was zu ihrer Person gelesen. Also dadurch, dass sie natürlich auch Autistin ist, ist es natürlich so, dass sie, oder so denke ich das auch, dass sie ihr Ziel klar verfolgt. Also sie hat da schon, denke ich, ja, ich weiß nicht, wie man das gut ausdrückt, aber ich glaube, sie verfolgt dadurch einfach noch mehr ihr Ziel. Und vielleicht so einen anderen Gedanken, ihre Mutter hat sie, glaube ich, auch viel dazu gebracht. Sie war nämlich Opernsängerin und ist dadurch viel durch die... Ja, okay. Das Buch gelesen. Also das geht so ein bisschen in die Frage rein. Oder ich habe das Hörbuch gehört. Ja. Weil das ist jetzt faszinierend. Eine magersüchtige, autistisches, junges Mädchen, was die Familie, sie Opernsängerin, er auch erfahrener Manager irgendwo an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, wie sie denn mit dem Kind umgehen sollen, um dann quasi zu einer internationalen Ikone zu werden. Das finde ich völlig faszinierend. Als ich dieses Hörbuch gehört habe, habe ich mir dann so gedacht, Mann, wie kann aus so einem Kind mit dem ganzen Packel, was sie zu tragen hat, dann so eine Führerin zu werden, die sich vor die UN setzt und die Mächtigen der Welt
anschnauzt, wie könnt ihr es wagen, mir meine Zukunft zu nehmen? Und das fand ich eben faszinierend und ich glaube, es braucht einfach solche charismatischen Figuren wie ein Che Guevara oder wie es andere große Persönlichkeiten gegeben hat, die als Gesicht einer gewissen Entität oder einer Rolle, wie du sie ja beschrieben hast, dann quasi auch wirken können. Das fand ich eben faszinierend, deswegen hätte mich das interessiert, wo du es gerade angesprochen hast, ob der da mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat, wie man quasi zu so etwas werden kann, um eine solche globale Bewegung anführen zu können. Boah, ich glaube, da muss ich mich wirklich nochmal auf jeden Fall weiter irgendwie durchlesen. Aber ja, ich denke, sie entspricht da einfach vielen Medienklischees einfach, die das dann auch nochmal mehr aus ihr gemacht haben. Also ich glaube, sie selber wollte auch gar nicht unbedingt, dass man diese ganzen persönlichen Sachen von ihr erfährt. Aber das, was die Medien dann davon erfahren haben, machen sie dann natürlich zu dieser charismatischen Person. Und das ist ja dann perfekt. So, also so denke ich das einfach. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Grund, da nochmal weiter zu schauen. Eine weitere Ausarbeitung. Ja. Dankeschön, Julia. Nochmal sehr gut. Danke. Ich glaube, in erster Linie hat das auch damit zu tun, dass sie das auf keinen Fall wollte. Nicht? Also, sie hat das gemacht, was sie gemacht hat. Und hat sie das nicht. Was die anderen sagen. Ja, ich finde das auch interessant, Julia. Man kann das auf jeden Fall ausbauen. Du müsstest dann noch auf jeden Fall die junge Frau nehmen, die quasi für 6 Minuten die beim ersten Klimagipfel 1992 die Welt in Atem gehalten hat, Severin Suzuki. Weil das ist ja eigentlich die richtige Greta Thunberg. Das, was da passiert ist, das haben die Medien ja draus gemacht. 1992 hat das nicht so einen Hype ausgelöst. Und das ist die Frau, die heute eigentlich als noch weiter als Umweltaktivistin arbeitet, die damals mit, ich glaube, sie war 17 oder so, da gestanden hat und schon darauf hingewiesen hat, auf die Endlichkeiten der Ressourcen und alles, was damit zu tun hat, wie die nachfolgenden Generationen damit kämpfen. Das ist ja nun nicht neu gewesen. Und das ist wirklich interessant, wie jetzt das, was alle vorher gesagt haben. Wir haben jetzt, also wenn ich da gesessen hätte, deshalb habe ich immer auf mich, mir hätte keine Sau zugehört letztendlich. Mich hätte auch keiner gefragt, mit irgendwie, ob ich jetzt, was ich jetzt, wenn ich da ein Schild hochgehalten hätte. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann noch dieses Mädchen, was letztendlich. Sie tut mir in vielen Dingen einfach unendlich leid, weil sie instrumentalisiert wird in vielen Dingen für ein Problem, was ja nicht alt ist. Es ist, wir sind da, glaube ich, in dem Punkt, in dem Bereich, was nicht neu ist, wollte ich sagen, wo wir eigentlich da die Macht der Medien wieder haben. Die, Thomas, der Morgen stirbt nie, oder welche war das, ne? Das sind genau diese Geschichten. Es ist nicht Greta Thunberg, die die Macht hat. Und wir haben noch keine, wie ihr ja rausgefunden habt, wir haben noch keine Bewegung. Die Schüler, die bei mir sich abgemeldet haben, mit denen ich auch mitgegangen bin, die Schilder gemalt haben, die haben lange am Bahnhof gewartet. Aber ja, dieses Übergehen, ich kann das von 12-Jährigen natürlich auch noch nicht erwarten, dass die das so verfestigt haben letztendlich. Und aber es ist eine Zeit, in der man vielleicht eher mal wieder auf die Straße gehen würde. Und es hat einige Klischees erfüllt und es wurde getan und gemacht. Aber wenn man eine Frau mit, die etwas älter gewesen ist zu der Zeit und die damals schon, als es überhaupt angefangen hat, diese Rede gehalten hat, da wundert mich das, warum da nicht einfach mal einen Vergleich gezogen wurde, warum da nicht mal gesagt wurde, bringt mal diese beiden Frauen zusammen. Die könnten sich mal gut unterhalten. Das ist auch nochmal vielleicht eine Sache, an der ihr auch weiterarbeiten könntet. Und das dann mit in Verbindung mit Medien, warum das damals nicht geklappt hat und heute sowas gut funktioniert. Vielleicht ganz kurz, weil ich darauf schon ungefähr eine Antwort habe. Das Ding ist ja quasi, dass diese Netzwerke, eben auch soziale Medien und so, 1992 so noch gar nicht vorhanden waren. Und Fridays for Future organisiert sich lediglich nur über diese sozialen Netzwerke. Also sie machen alles halt über Instagram und Facebook oder vieles und WhatsApp. Und ja, das ist, glaube ich, dann einfach dieser Unterschied.
Ich könnte mir aber, ja, vielleicht muss man das beides auch nochmal miteinander vergleichen, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, also diese ganzen Strukturen, was Klima eigentlich angeht, gab es ja schon. Nur es fehlte quasi dieser Ruck, dass gesagt wird, okay, diese charismatische Figur hat gefehlt und das ist halt Greta jetzt. Genau. Ja. Okay, kann man charismatisch nennen, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht unbedingt das Charisma gewesen, sondern was anderes, weil kennst du diese Seven Suzuki? Hast du dir die mal angeguckt? Nein. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist Charisma. Das okay. ist ein Mädel, die hat Charisma. Und natürlich Netzwerktheorie auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert, aber es läuft auch viel über Plakate, heute auch bei... Auf jeden Fall, also ich meinte quasi die... Interessant, auf jeden Fall. Ja, ich meinte quasi nur diese Strukturen oder wie sich quasi verabredet wird, das läuft halt hauptsächlich über WhatsApp und soziale Netzwerke, wo wir wieder bei einem Messenger wären, was eben gesagt wurde. Genau. Ja. Also ich will auch niemandem jetzt zu nahe treten oder so, was mir auch noch aufgefallen ist, also dass ich zum Beispiel zu Weihnachten mit meiner Familie ganz viel auch darüber diskutieren musste, warum, also das fand ich auch so ein krasses Phänomen dabei, warum wir streiken. Also weil das ja das erste Mal auch, oder natürlich Atomkraft natürlich auch, aber da war ich noch ein bisschen jünger, habe ich nicht so mitbekommen, also habe ich schon mitbekommen, aber war, glaube ich, nicht meine Streikzeit so ungefähr. Und da musste ich ganz viel mit meinen Großeltern und Großtanten darüber diskutieren, warum Fridays for Future, warum SchülerInnen auf die Straße gehen. Und das hat mich, also da musste ich mich so durchsetzen und es hat mich wirklich genervt. Also es war sehr anstrengend. Deswegen schätze ich das, wenn Lehrer das auch oder LehrerInnen da mitmachen und sagen, hey, ja, wir unterstützen euch. Ja. Also einmal zu der Sache. Ich glaube auch tatsächlich, man kann die Frage natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einmal kann man das an der Figur der Greta Thunberg betrachten. Ihr habt das in eurem Referat ja sehr stark auch, also euer Zeitpunktkriterium sozusagen war ja vor allem auch in diesem Netzwerk der Klimabewegung, sage ich mal, oder aller Aktionen oder Aktivitäten, die sich quasi auf das Klima bezogen haben. Man muss aber sicherlich auch so ein bisschen gucken, in welcher politisch-gesellschaftlichen Zeit wir uns inzwischen bewegen. Und da ist sicherlich auch noch ein Kontrast zu 1992 irgendwie da. Das sind immerhin fast 30 Jahre, die jetzt seitdem vergangen sind. Und allein, und da würde ich auch die sozialen Medien sehr stark machen wollen, auch die Art und Weise, wie die jüngere Generation, zu der ich also jetzt offiziell schon nicht mehr gehöre, aber das irgendwie so nah dran bin, nutzt Medien natürlich auch anders. Also es ist nicht nur, wie Medien über jemanden berichten, sondern tatsächlich auch, wie Akteure Medien verwenden, also zur Organisation, aber auch zur Agitation. Und das sind, glaube ich, einfach auch tatsächlich eine Zeitkoinzidenz gewesen, die politisch-gesellschaftlich diese Möglichkeit geschaffen hat, dass so jemand, so eine Bewegung so schnell so groß werden konnte. Also dass die Möglichkeit überbestand, dass auf Jugendliche gehört wird. Also natürlich gab es die ganzen Floskeln und das ganze Gerede von Christian Lindner, der gesagt hat, lass das Profis machen und dann, ja, was haben die Profis gemacht? Das gab es alles. Also ich nenne es mal böse, die weißen Männer haben natürlich dann wieder erzählt, okay, lass uns das mal machen. So, aber tatsächlich den Diskurs angestoßen haben junge Menschen. Also dass tatsächlich sich ein fundamentaler Diskurswechsel innerhalb von sehr kurzer Zeit vollzogen hat, das haben junge Menschen geschafft. Und das muss man schon nochmal kontextualisieren, weil ich glaube, das ist vor 30 Jahren, würde ich mal schwer behaupten, wäre das schwieriger gewesen. Nicht zuletzt eben wegen dieser anderen Medienlandschaft, die wir jetzt haben. Also ich würde vorsichtig sein, das immer nur so unidimensional zu sehen, dass die Medien sich auf Greta Thunberg gestürzt haben und die groß gemacht haben oder die Bewegung groß gemacht haben. Ich glaube, so einfach ist das nicht, weil letztlich auch gesellschaftlich, glaube ich, sich andere Phänomene entwickelt haben oder andere Diskurse entwickelt haben, die es möglich gemacht haben, dass eine Jugendbewegung politisch-gesellschaftlich so einen großen Einfluss nehmen kann. Und da sind, glaube ich, dieses Zeitpunktkriterium nicht nur bezogen auf das Netzwerk des Themas sozusagen bezogen, sondern auch das Netzwerk bezogen auf, wie wird wann auf wen gehört und wer spricht wann. Also das auch an das, was Petra gesagt hat, anschließbar. Also welche Gruppen sprechen da eigentlich? Und jetzt haben Jugendliche gesprochen, also sehr viele junge Menschen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Dimension, die man sich da genauer angucken könnte.
Ich kann auch wunderbar dran anschließen, einfach mit den, ich fand, was Björn gerade meinte, mit den ganz anderen Gegebenheiten zur jetzigen Zeit als 92 noch, ist einfach wahr, weil was die Medien gemacht haben oder was sich gegenseitig bedingt, was Greta Thunberg vielleicht auch selbst realisiert hat, ist, dass wir inzwischen auch sehr stark mit Influencerinnen zu tun haben, also die es damals auch schon gab, aber die damals aus dem Medienbereich kamen, also die da schon bekannte Persönlichkeiten sowieso waren und die geinfluenced haben. Heutzutage sind es normale Personen aus dem Alltag, die irgendwie über soziale Medien, YouTube meistens, eben bekannt werden und sich bekannt machen. Und genau das ist da passiert, von den Medien mit Greta Thunberg gemacht und vielleicht auch von ihr dann eben so instrumentalisiert, weil eben dieses Phänomen der Influencerin in ihrem Fall da war. Und dann hat sie eben genau die Zielgruppe erwischt, die dann eben auch darauf angesprungen ist. Plus, was natürlich passiert ist, was aber auch schon, Thomas hat es auch schon gesagt, so dieses klassische mediale Storytelling. Also wir sind hier im besten Filmjargon auch drin. Wir haben die David gegen Goliath-Geschichte oder hier Greta gegen die Kleinen gegen Groß letztendlich, was auch mega gut einfach emotionalisiert werden kann von den Medien, wo einfach eine Geschichte erzählt werden kann. Was ist der Hintergrund von dieser Person? Die Person sträubt sich vielleicht gegen ihre Rolle, die sie einnehmen soll als Führerin in dieser Revolution und so weiter. Also das ist auch Hollywood-Kino, was da passiert ist. Und da kommt einfach so diese Rolle der Influencerin mit Hollywood-Storytelling und das hat dann eben diese Bewegung tatsächlich irgendwie so groß werden lassen, finde ich. Ja, jetzt aus einer rein medialen Perspektive würde ich da auch sofort zustimmen. Das ist also sozusagen, da hat die Gesellschaft gelernt, sich zu kommunizieren. Lustigerweise im Grunde genommen in so einer Zurückentwicklung. Im Grunde genommen sind wir beim digitalen Homerismus, also wo man dann auf einmal steht. Damit meine ich jetzt den ollen Griechen Homer und seine Ilias. Nicht? Das in der digitalen Variante. So, solche Geschichten werden jetzt auf einmal wieder also zum Modus Vivendi, wie also man miteinander kommuniziert an Massen gerichtet oder an größere Publika. Ganz kurz noch, irgendjemand hatte auch was gesagt, von wegen, sie wird als dann der neue Messias gebracht und so weiter. Und wenn ich dann so eine Geschichte wie David und Goliath bringe, sind wir dann auch sofort wieder bei diesen biblischen Vergleichen auf einmal. Ne? Also. Übrigens ein Wort irgendwie, weil Julia ja auch aus dem Kontext der Akteur-Netzwerk-Theorie berichtet. Bruno Latour schreibt in Existenzweisen den wunderschönen Satz irgendwie, vielleicht haben wir die alten Mythen etwas zu früh dran gegeben und hätten da vielleicht noch genauer hinhören sollen, ehe wir sie in unserem modernen Wahn der Säkularisierung irgendwie alle auf den Schrotthaufen der Geschichte geworfen haben. Das ist möglicherweise eine Fehlentscheidung gewesen, aber wir werden das sehen. Ja, dann vielen Dank nochmal an Julia Groll für den Vortrag. Das war groß und